Und damit herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Wir machen weiter bei Terminator Resistance an der Stelle, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Und geht's auch schon los. Vor uns haben wir jetzt ein paar Viecher, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Sammeln natürlich hier noch alles ein, was wir hier so finden. Können hier auch noch das Schloss gleich knacken. Okay. Schloss es auf. Haben soweit jetzt hier alles, glaube ich, zumindest. Da sind jetzt ein paar Viecherle. So, und können da raus. Natürlich sollten wir jetzt mal schauen, wo wir hier entlang gehen am besten. So. Da haben wir ein Objekt. Oder so eine riesige Spinne. Da müssen wir gucken. Eventuell gucken wir mal, ob wir die eventuell kaputt machen sollten. Da klappt sehr viel eventuell. Okay, der hat mich jetzt entdeckt. Das ist nicht so geil. Müssen wir aufpassen, weil die halt schon so böse Schaden zudichten kann. Den habe ich gar nicht gesehen. Huch. Okay, der wartet auf uns. Das heißt, da müssen wir jetzt tatsächlich ein bisschen aufpassen. Haben soweit, glaube ich, jetzt aufgeräumt. Jo, können wir also einsammeln gehen, die Sachen. Jetzt müssen wir nur schauen, da vorne hatten wir auch was zerlegt. Dass wir das mitnehmen. Das war dieses Geschütz, wo wir gerade kaputt gemacht haben. Da können wir jetzt mal kurz auf die Pistole wechseln, damit wir nicht hier unnötig die Munition verbrauchen. Haben jetzt mal den Energiebehälter da kaputt gemacht. Da drüben ist auch noch einer. Ich hoffe nur, dass da jetzt von diesem ganzen Krach nicht irgendein Viech kommt. Wäre nämlich jetzt echt ein bisschen sad. Da. Da ist der dritte Behälter. Ich guck mal ganz kurz, ob ich vielleicht... Vielleicht geht es damit schneller kaputt. Jo. So spart man sich auf jeden Fall Munition. Oh, kacke. Genau, das hatte ich nämlich befürchtet. Dass ich die eben anlocke, wenn ich jetzt hier so einen Krach mache. So. Nehmen natürlich alles mit, was da so durch die Gegend fliegt. Immerhin haben die immer ganz nette Ressourcen bei. Haben wir hier Heckenmittel, das können wir glaube ich noch gar nicht. Hecken haben. So weit sind wir noch nicht. Gehen wir wieder auf die Waffe. Gucken wir nach oben hoch. Ich weiß nicht, ich glaube, da war ich zwar schon, aber. Ne, da war ich dann tatsächlich noch nicht, weil da kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Das tut keinem weh, wenn wir hier so ein paar Sachen einsammeln. LA Puls.
Nachrichten aus aller Welt. Freitag, 29. August 1997. Als ein Sprecher des russischen Ministeriums für Atomenergie, ich habe heute echt Probleme mit der Aussprache, Ursprung der seismischen Aktivitäten auf einem russischen Versuchsgelände für Atomwaffen vor 2 Wochen befragt wurde, antwortete er nur: Ich weiß nicht, welche seismische Aktivitäten Sie meinen. Russland hat alle Atomtests freiwillig eingestellt und hält sich auch weiterhin an die Entscheidungen. Okay, haben wir mal zu den Archiven hinzugefügt. Da haben wir noch einen Dietrich. Da drüben liegt, glaube ich, auch noch was, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Handelsressource. Da ist auch noch was. Okay. Da ist noch so ein ganz dickes Ding da. Kann man hier die Tür öffnen? Da oben geht's nicht weiter. Okay. Gehen wir wieder runter. Werkbank? Ich dachte gerade tatsächlich, das ist die Werkbank. War jetzt aber dem nicht so. Sprengen Sie die Anhängertür um hinein. Dann wird jetzt die hier gemeint. Was wurde ich erfasst? So. Also diese Rohrgranaten, die sind mal gar nicht so gut. Da findet man eigentlich ganz schnieke Sachen. So, da ist noch mehr. Sieht auch noch danach aus. Das ist auch noch. So. Ja, da haben wir jetzt nur das eine Vieh, da müssen wir aufpassen. Wie kommen wir da jetzt rüber? Hier ist jetzt überall zu, das ist nicht so toll. Eventuell außenrum, das haben wir gesammelt. Wir müssen halt aufpassen, dass uns diese Spinne da nicht entdeckt. Karte sagt: Werkzeug für Ryan, das sollte man vielleicht zuerst machen, bevor wir in der Hauptmission weitermachen. Das heißt, wir müssen jetzt tatsächlich links. Jetzt müssen wir auch noch genau dahin, wo das kleine Spinnchen ist. Einmal heilen. So. Kaputt ist kaputt. Munition haben wir noch genug. Und jetzt gehen wir mal das Werkzeug hier gucken, ob wir da was finden. So, wir laufen richtig auf jeden Fall. Im Anschluss gehen wir natürlich dann die Hauptmission weitermachen. Aber jetzt machen wir erstmal die Nebenmissionen mit. So, ich wollte eigentlich jetzt sammeln. Okay, hier scheint auf jeden Fall nichts zu sein, außer diese normalen Spinnchens. Können wir eigentlich jetzt auch die hier nehmen. Da war jetzt eine kleine. Die ist weg. Da war wieder etwas. Ich denke mal, da drin werden wir eventuell Medikit und sowas finden. Yep. Da ist auch noch was. Nehmen wir natürlich alles mit. Wir wollen ja hier nichts vergessen. Dann schauen wir nochmal. Wir laufen richtig. Sehr schön. Okay, da ist kleines Spinnchen, großes. Oh shit.
Echt? Der ist jetzt davon kaputt gegangen? Wow. Nice. Wenn der da einfach mal komplett explodiert. Immer sind wir jetzt mal in der Werkstatt. Da können wir jetzt auch noch dem Werkzeug gucken. Elektroteile. Und das schaut nach... Können wir sprengen aus. Ich hoffe, ich habe noch genügend. 3 Stück habe ich noch tatsächlich. Können wir jetzt erstmal hier nochmal was kaufen, sei schon bauen. Medikits können wir auch noch bauen. Das nehmen wir mit. Und einmalig speichern wir natürlich das Spiel. Wenn wir schon mal hier sind und einen Speicherpunkt haben, dann machen wir das natürlich gleich. So. Jetzt gehen wir mal tatsächlich hier durchgucken. Fertigkeitsbuch. Sowas gibt es hier tatsächlich auch und so haben wir jetzt 2 neue Fertigkeitspunkte. Natürlich auch nice, wenn man sowas findet. Also gut, dass wir jetzt mal hier entlang gelatscht sind. Ich glaube aber, soweit haben wir in diesem Raum alles. Ah, noch nicht ganz. Okay. Hier zulassen. Da können wir aber aufmachen. Sind wir wieder hier in dem Bereich. Gucken wir doch mal ganz kurz hier, wenn wir schon mal Fertigkeiten haben. Das wäre 25% mehr Schaden mit Granaten. Laserfalle. Visuelle Erkennung runter. Waffen können da höher. Was haben wir hier? Schlösser knacken. Da brauchen wir ja noch 2 Level. Gegenstandslevel 1. Einfache Terminals hacken. Mehr Hackversuche. So, dann machen wir hier doch mal einen hin. Jetzt ist die Frage, machen wir noch mal... Ich glaube, wir machen noch den Schaden mit den Waffen erhöhen. Ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. So. Gehen wir mal da runter. Da werden wir bestimmt auch noch irgendwas Interessantes finden. Hoffe ich doch. Ha, da ist der Werkzeugsatz. Abgeschlossen. Oh, da haben wir den Dietrich kaputt. Es muss... Ja, da ist es. Ich würde schon sagen, muss tatsächlich in die eine Richtung sein. Wir waren ja gerade schon da dran. Oh, neues Erfahrungslevel 5. Neuer Fertigkeitspunkt. Ein Level brauchen wir noch, dann haben wir zumindest schon mal Schlösser knacken Nummer 2, also sprich auf Mittel. Jetzt kommen wir mal weiter zu dem eigentlichen Ziel. Da müssen wir jetzt wieder zurück. Da haben wir was. Geile Tor hätten wir hier. Da oben haben wir noch eine verriegelte Tür auf einfach. Aber wir gehen jetzt tatsächlich hier eben hin. Die Regeln der Überlebenskunst. So, jetzt. Da gehen wir jetzt hin zu unserem eigentlichen Ziel, weil wir jetzt die Nebenmission soweit fertig haben. Den Punkt sparen wir uns tatsächlich jetzt mal auf. Wie viel brauchen wir denn noch zum nächsten Level? Schon noch ein bisschen was. Damit wir dann eben auch Schlösser knacken, Mittel freischalten. So, hier haben wir wieder einen Speicherpunkt, den nehmen wir natürlich. Speicher nicht möglich. Warum Speicher nicht möglich? Ah, jetzt Speichern möglich. Altmetall. Huch, da ist eine Ratte. Ihr Schlag. Kann ich tatsächlich, alles klar. Oh mein Gott. Okay. Jetzt laufen wir zum eigentlichen Punkt, wo wir vorhin hin wollten.
Okay, hier geht's nicht durch. Vielleicht geht's dann dadurch. Da sieht's aber auch. Oh, doch, da geht's durch. So. Sieht eigentlich ganz gut aus. Was ist das? Sieht irgendwie aus wie diese Robo-Maschinen, was wir da hier die ganze Zeit treffen. Gucken uns natürlich hier in Ruhe um. Und ich habe das Gefühl, dass hier irgendwas ist die ganze Zeit. Kann mich natürlich auch täuschen. Aber ich habe die ganze Zeit das Gefühl, hier ist echt irgendwas. So. Da ist noch was. Auch. Gucken wir doch mal. Tatsächlich, da ist auch noch was. Hier drauf. Und zwar Inventar. Wie viel haben wir denn noch? Da müssen wir langsam gucken. So viel Inventarplatz haben wir tatsächlich gar nicht mehr. Das war wieder First Try, sehr nice. Von der anderen Seite verschlossen. Frage, wie kommt man jetzt da ran? Außenrum. Sprengmaterial. Da hätten wir Pistolenmunition, Gewehr und Schrotflintenmunition. Machen wir mal so, wie es ist. Sammeln erstmal die ganzen Sachen hier ein. Ein neues Gewehr. Ich hoffe nur, dass wir nicht das... Oh. Gruselige Püppchen. Irgendein Vollidiot kam auf die glorreiche Idee, Schaufensterpuppen für die Zielübung zu verwenden. Das ist totaler Müll, wenn du mich fragst. Ich mag den Gedanken nicht, auf irgendetwas zu schießen, das ein Gesicht hat. Außerdem sind sie voll gruselig. Joker und ich hatten gestern Wache. Es war so dunkel, dass wir nicht mal zwischen einer der Schaufensterpuppen und einem Terminator unterscheiden konnten. Sie sehen so menschlich aus. In der Nähe von diesen Wichsern nehme ich mich immer in Acht. Joker meinte, jetzt weißt du, wie ich und die Jungs uns fühlen. Ihr Rotschöpfe verwischt die Linie zwischen Mensch und Maschine. Ihr habt keine Seele und ihr seid vollkommen verrostet. Was für ein verdammter Komiker. Okay. Was haben wir hier? Nichts mehr. Geht auch nicht auf. Da drüben ist das Ziel. Und ich habe echt dieses dumme Gefühl, dass ich jetzt dann gleich so einem Terminator begegne. Tisch überprüfen. Werde das mal tun. An attack order signed by Commander Baron. And it's only from a couple of days ago. Okay. All right, I've got everything. What's the status on that factory? Colin? Can you hear me? Colin. Shit. Alles speichert automatisch. So, jetzt haben wir die zweiten Fertigkeiten. Das heißt, wir können Schlösser knacken, Nummer 2 freischalten, haben das mittlere. Das letzte brauchen wir tatsächlich hier. Stufe 12, dafür fehlen uns noch 3 Level. Aber hier noch Gegenstände Level 1 herstellen. Tun wir das mal auch leveln. Haben eine neue Mission. Hier haben wir noch ein Medikit. Wo war jetzt die Werkbank? So, und jetzt können wir tatsächlich Medikits. Wir können Medikits Audio-Täuschkörper. Rote Plasmazellen, Munition für Phasenplasma-Gewehre der ersten Generation. Nein, Scheiß. Mit, vielleicht brauchen wir das ja später.
Wie kommen wir da? Wir müssen irgendwie außen rum entlang. Oben vielleicht. Weiter geht's. Dann laufen wir in die Richtung von Colin. Auf jeden Fall war das gerade sehr gruselig mit den Geräuschen. Das hatte sich so angehört, als wäre da was gewesen. Wenn wir vielleicht jetzt außen rumlaufen, vielleicht schaffen wir es tatsächlich dann auch, auf der anderen Seite noch reinzukommen. Aber das sieht hier nicht nach einem Durchgang aus. Schade, schade. Okay, das sind, glaube ich, diese Übungspuppen, wo wir vorhin hatten, wo wir gelesen haben. Jetzt ist natürlich die Frage, diese Terminatoren kommen, die nur nachts laufen, die auch tagsüber hier rum. Normalerweise Terminator bleibt Terminator, den darf das eigentlich scheißegal sein. Er hat mal auf jeden Fall noch merken, wann uns der erste T-800 oder sonstiges da entgegenkommt. Ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht, ob es hier nur den T-800 gibt oder ob es noch weitere gibt. Das werde ich aber dann auch merken. Bisher haben wir eigentlich nur ein paar Missionchen erledigt. Wir haben ein bisschen was erforscht. Große Action war jetzt soweit noch nicht dabei. Normale Gegner bis jetzt war noch sehr ruhig gehalten, auf jeden Fall das Spiel. So, und gehen jetzt mal Richtung Fabrik. Oh, Fabrik. Der Widerstand ist nicht mehr im Lagerhausbezirk stationiert. Ich konnte aber einen Hinweis finden, der mich hoffentlich zu ihnen führen wird. Jetzt kann ich nur noch nach Colin sehen und zu unserem Versteck zurückkehren. Colin ist auf der Suche nach einem seltsamen Kerl in das alte Fabrikgebäude gegangen. Okay, dann schauen wir mal. Okay, das ist noch unerforscht, die Karte. Colin, so, da fängt es halt schon an. Alte Fabrikgebäude, so. Nie gut. Sind definitiv nie gut. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir jetzt tatsächlich unserem ersten Terminator nach dem Intro begegnen. Es hat man ja schon die Einladung im Prinzip. Also die, ja, Einladung heißt ja eher. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass wir jetzt da die erste Begegnung haben werden. Alte Fabrik. Und in alten Fabriken hat man eigentlich generell immer irgendeine Scheiße am Dampfen. Deswegen kann ich mir gut vorstellen. Natürlich bin ich hier fleißig am Looten. Okay. Colin, talk to me, Colin. Machen wir mal hier das Licht an. So. Ist das der Colin? Jesus. Bist du denn von der Gestalt? Jacob Rivers, marked for termination. Oh, ich würde sagen, das ist unser erster Terminator. Das ist jetzt wahrscheinlich der Herr oder Dame oder was auch immer über Funk. Vom Anfang. Are you all right, Jacob? Jacob. Ich würde sagen, Jacob ist dezent am Arsch.
So, Versteck. Kurz darauf verlor ich das Bewusstsein. Was bedeutet das? Dass ich zur Terminierung markiert wurde und wer war dieser Fremde, der mir geholfen hat? Ich muss Commander Baron so schnell wie möglich finden, damit sie etwas Licht in diese Sache bringt. Jetzt sind wir, wie es ausschaut, wieder beim Versteck. Hours later, they found me lying in front of her hideout. I made it out alive. But not all of us did. Colin's dead, and the stranger I saw is nowhere to be found. I told them about everything. I said that it wasn't safe for them to be with me. But Jennifer suggested that right now, nowhere is safe, so we might as well stick together. Everyone pulled through as we prepared for the worst. An dieser Stelle fehlt irgendwie lustigerweise der Untertitel, weiß nicht, ob das so gewollt ist. Jacob, are you awake? How long have you been sitting there? Not that long. I know that you're going to that hospital today, so I went on my first scavenging run. And I found something for you. Thank you. You're welcome. Did you go with your sister? No. As soon as Erin heard that there's a hospital nearby, she asked Jennifer to go look for some medicine. So I went alone. But don't tell her that, okay? She's already at the medical district? Yep. Oh, cool. And Ryan wanted to talk to you. Dann gehen wir da mal Quatschi Quatschi machen. Würde ich mal sagen. Plasma rifle cauterized the wound. That's why he's not bleeding. But damage to the skin. Das haben wir hier, eine Kugel. Eine einzelne Kugel. Jetzt müssen wir mal gucken. Unser Inventar ist noch voll, ja? Okay. Nicht, dass das jetzt hier einfach mal leer ist, nachdem wir im Prinzip zum Lager passiert. Da hatte ich das ausgeräumt. Nachdem wir jetzt in Ohnmacht gefallen sind. So, da können wir mal gucken. Was gibt's denn hier zu handeln? Die Rohrbomben sind eigentlich immer sehr nice. Die werden wir auf jeden Fall kaufen. Ansonsten... Munition nehmen wir auch immer mit. Und da war Quatschi Quatschi. Morning. Patrick came to me earlier, asking if I thought you'd like his present. When I saw that it was a single bullet, I wasn't sure if he was being helpful or if it was a warning. I figured he didn't appreciate you looking at his sister like that. Do you think you could help more people by joining the resistance? Honey, maybe ask me that question when you finally find them. Because for now, I don't think they even exist. Also die Dame ist nicht sehr positiv gesinnt. Not great. We barely have any medicine left. But hopefully Jennifer will bring back some antibiotics from that hospital. How do you feel about Colin's death? What do you want me to tell you? That I feel guilty? That I care? Right now I'm a little more concerned with the living than the dead. Also ich sehe schon, Erin ist sehr, sehr sympathisch. I had to learn to do things by myself for quite a while, sweetie. Now, tell me, what did you really want to ask me? How did you know about the Annihilation Line? I heard the rumors, like everyone else. And then, like everyone else, I decided to ignore them. I was in the middle of operating on a little girl. When I had finished, I realized that we were surrounded. The machines killed most of us, but they decided to keep me alive. So, that's how I ended up in a camp. Maybe they thought it would be worth having a doctor in there. I don't know. What happens at those camps? People get tortured, experimented on, cut to pieces. I couldn't watch at first. But I soon realized that I had to do what no one else could. I had to bear witness to the atrocities. You're actually the first person that wasn't afraid to ask. They're all scared of me, like I'm carrying some sort of disease. But they're still coming to me for medicine.
Ironic, isn't it? Also ich kann die Angst verstehen, die kommt auch irgendwie ein bisschen strange rüber. What work did you do there? Most of the time I moved bodies for disposal. Sometimes their skin would be peeled off. Oh, it was horrific. Why would machines ever do that? My cellmate, Karen, was pregnant. I knew that was a one-way ticket to the grinder, so I had to plan an escape. Oh, Leute, aber ich sehe gerade, wir sind wieder auf der Timeline. Dann würde ich sagen, mach mal an der Stelle Schluss, machen beim nächsten Video weiter, damit die Spannung bleibt. Und dann sage ich mal Dankeschön fürs Angucken, lasst einen Daumen nach oben da oder schreibt in die Kommentare. Und wir hören uns beim nächsten Video.